Heimlichtuerei und Angst. Ein Eintrag im Umgang mit Angst-Podcast, ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Persönlichkeit. Heimlichtuerei. Es gibt Menschen, die sind ängstlich und machen deshalb vieles ganz heimlich. Und wenn man etwas heimlich tut, dann hat man natürlich Angst, dass es aufgedeckt wird. Weil man Angst hat, tut man noch mehr heimlich. Und weil man es noch mehr heimlich macht, gibt es noch mehr Ängste. Im Normalfall ist am klügsten, mache Dinge offen und ehrlich. Wenn du die Dinge offen und ehrlich machst, dann brauchst du keine Angst zu haben, dass irgendetwas auffliegt. Heimlichtuerei ist meistens etwas, was Ängste noch verstärkt. Gerade in einer Gesellschaft, die offen ist, in einer Gesellschaft, die wo es eine Meinungsfreiheit gibt, wo es eine Redefreiheit gibt, Religionsfreiheit gibt. Dort gibt es jetzt keinen Grund für größere Heimlichtuerei. Im Normalfall ist es am klügsten, mache das, was du tust, offen. Und was du nicht offen machen kannst, das mache nicht. Ehrlich wird am längsten und offen wird am längsten. Also in den meisten Fällen, beschränke dein Tun auf das, wo du keine Angst haben musst, wenn es auffliegt, und tue wenig oder nichts heimlich. Heimlichtuerei führt zu Ängsten, Ängsten führen zu Heimlichtuerei, beides nichts Gutes. Es mag Ausnahmen von dieser Regel geben, aber grundsätzlich versuche dein Leben so zu führen, dass du keine Heimlichtuerei brauchst. Das waren ein paar Überlegungen zum Thema Heimlichtuerei und Angst, ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Persönlichkeit, ein Eintrag im Umgang mit Angst-Podcast. Ich weiß, es gibt Ausnahmen von den Regeln, die ich genannt habe, aber für die meisten Fälle ist das Vermeiden von Heimlichtuerei am besten.